Hallo, ich bin heute hier mit Andreas Stöffer. Und Andreas, ja, du hast dich dankenswerterweise schon relativ früh zum 3C-Day angemeldet, was uns die Chance gibt, jetzt schon ein kleines Interview mit dir zu führen. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, ja, wer bist du denn und was hat dich jetzt irgendwie am 3C-Day interessiert? Ja, hallo Christoph. Ja, ich habe das von dir gesehen. Du hast es, glaube ich, rumgemailt oder so. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Auf jeden Fall ist es bei mir gelandet und ich war sofort interessiert, weil dieses Setting und die Offenheit, solch einen Tag durchzuführen, interessiert mich. Und die Themen, über die wir jetzt auch im Vorfeld zum Video kurz gesprochen haben, finde ich sehr, sehr gut. Ich mag offene Events. Ich mag es nicht, auf Kongresse zu gehen, wo lauter Experten ihr Wissen kundtun, wo man kaum Gelegenheit hat, miteinander zu sprechen, weil das Programm so dicht ist. Und bei dir ist das ja ein Programmpunkt, dass es offen ist, dass es nicht so dicht ist, dass es verschiedene Formate gibt, die auch ermöglichen, mit anderen dort ins Gespräch zu kommen. Und über das, was in den Impulsreferaten zum Beispiel kommt, was in den Open Space-Bereichen stattfindet, dann weiterentwickeln zu können mit den anderen auch. Denn ich denke, wir bringen ja alle als diejenigen, die an diesem Tag teilnehmen, Ideen mit. Und gerade über diese Ideen sich auszutauschen, finde ich auch für meine Arbeit sehr, sehr wertvoll. Zu mir, vielleicht ganz kurz, ich bin schon seit fast 10 Jahren Freiberufler und arbeite für öffentliche Bildungseinrichtungen insbesondere, berate dort als Consultant im Bereich E-Learning, Integration von Bildung, von digitaler Bildung in Präsenzlehre zum Beispiel. Wie kann das eigentlich funktionieren? Ich schule wissenschaftliche, nicht wissenschaftliche Kräfte im Umgang mit diesen Technologien. Entwickle Softwarekonzeptionen für den pädagogischen Einsatz in Schulen, arbeite dort als Conceptioner und auch als Projektkoordinator, teilweise mit bis zu 40 Leuten, mit externen Entwicklungspartnern, aber auch eben halt mit internen Abteilungen bei meinen Kunden. Ja, das ist so im Groben das, was ich mache. Vom Ursprung bin ich Sozialpädagoge, bin über einen bestimmten Weg vor 15 Jahren in die Bildungsarbeit, dann in die Technik rein. Habe mich dort vertieft, habe das Internet kennengelernt und dann war es um mich geschehen. Das Internet einfach faszinierend. Ja, es ist genau der gleiche Grund, warum ich zum 3C-Day komme. Denn das Internet bietet das, was ich brauche. Ich bin ein sehr starker Autodidakt und das Internet ist eine enorme Wissensquelle und ja, das wird mich wohl, bis es nicht mehr geht, weiter faszinieren und dort werde ich mir mein Wissen ziehen. Was ich jetzt gerade tue, ist, ich versuche die Technologien, die es heute gibt, und vielleicht auch Softwareentwicklung, Plattformtechnologieentwicklung mit sozialen Themen zu kombinieren, mit gesellschaftlichen Themen, Digitalisierungsthemen. Ich habe auch einen Lehrauftrag in der DHBW Stuttgart, habe dort mit Sozialpädagogen diskutiert und auch Wissen vermittelt im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Digitalisierung. Und ja, das ist so das, was ich tue. Und freue mich auf den Tag und kann dort meine Themen platzieren, das höre ich schon raus. Oder wenn ich sie dort ja nicht so platzieren kann, vielleicht sind andere Ideen stärker, diskutiere ich aber auch gerne mit. Ich kenne Open Space ganz gut. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Format. Und wenn ich ein paar Leute kennengelernt habe, mit denen ich Ideen weiterspinnen kann oder mit denen man in Kontakt bleibt über die digitale Welt, dann finde ich das wunderbar. Ja, klasse. Dankeschön. Ja, also du kannst deinen Studenten natürlich auch gerne sagen, wir haben Studententickets für 25 €. Und wenn wir da noch ein paar mehr brauchen, dann gib auch gerne Bescheid. Du weißt ja, wir sind agil. Nee, ich glaube fast, du hast jetzt, ja, du hast so schön abgeschlossen, das berichtet, dass ja, hätte man nicht besser konzeptionieren können, gell? Die Okay, Spontanität. Also von daher würde ich sagen, an der Stelle, wenn du gerade keine Fragen mehr hast, nichts mehr mitteilen möchtest, freue ich mich sehr, dich beim 3C-Day zu sehen.
Danke dir für Ja, das ich freue mich Gespräch drauf. und Gerne. ja, dann bis bald. Bis bald, Christoph.